Hab schon gewürfelt. Ich sehe deinen Wurf nicht. Meiner ist gelungen. Kriegslanze. Also ich muss noch 1W20 machen. Dann habe ich auch Schaden. Gut, dann prallen wir jetzt aufeinander mit jeweils 3W6 plus 10. Den würfeln wir erst aus. Ja. Ich weiß nicht, hat er eine Kriegslanze oder hat er eine Schadra oder irgendwas Kurzes? Weil Kriegslanzen sind schon ziemlich dicke Dinge. Er hat keine Kriegslanze. Gut, dann macht er nämlich 3W6 plus 5. 3W6 plus Und er 5. kriegt eine 4er Erschwernis auf seinen Lanzenreitenwurf, weil mein Ding länger ist. Okay. Hat er dies trotzdem geschafft dann? Die Reitenprobe hat er geschafft. Das heißt, er wird auf alle Fälle Die dann. Lanzenangriffsprobe. Ja, hat er. Muss mal. Was hast du so? Plus? Sie ist erschwert um 7 und für ihn nochmal um 4, also insgesamt um 11. Er kriegt Das. 5 Punkte Erleichterung, wenn er Turnierreiter ist. Ich weiß nicht, ob Orks Turnierreiter lernen können oder Ja, hat er können wir nicht nicht haben. geschafft. Gut, in dem Fall saust dann Lanze an mir vorbei und ich mache ihm erstmal Schaden. Hat er einen Schild? Nein. Dann treffen ihn jetzt 16 Punkte Schaden. Ja, okay. Wird er vom Stier abgeworfen? Der Stier Das geht über selbst. eine Reitenprobe. Ja, der. Zum Hier ist Ernst, er schwert bei um. 16 Punkten Schaden wird er das wohl. Boah, schafft Der er Schwert um. sogar. Der Schwert um 16. Um Halbiert, 16. wenn er Reiterkampf hat. Schwert, also um die Schadenspunkte. Ne, gut, dann schafft er das Richtig. nicht. Aber der Stier prallt auf alle Fälle gegen Bisfabul. Und da bohren sich dann die Stierhörner in Bisfabul rein. Würfel mal eine Reitenprobe. Ich mach mal gerade die Niederreitenprobe. Würfel mal eine Reitenprobe plus 16. Plus 16. Ja, Darf weil ich das halbieren, jetzt weil das ich Kriegsreiter. Schaden, das ist der Schaden vom Bissverbot. Gut, darf ich entsprechend halbieren, weil ich Kriegsreiter. Sorry, Reiterkampf habe. Mit Kriegsreiterei dürfte ich hier sogar vierteln. Dass du die Regeln nochmal erklärst. Die ist gelungen. Ja, wir kennen sie alle nicht, außer mir, weil ich der Einzige bin, der das gelesen Genau, hat. dafür brauche ich dich. Also, wir prallen da ineinander, verhaken uns ein wenig. Ich kann mich gerade noch anhalten, erstens nicht vom Pferd zu fallen und zweitens Bissverbot irgendwie beisammen zu halten, damit er jetzt nicht durchdreht. Und muss natürlich die Lanze loslassen. Okay, dann ist deine Aktion durch. Abelbe, 20. Ich würde vorziehen vor die Orks und der linken Hand auf die fünf Orks deuten. Blitz dich, Fendt, werde blind! Auf 5 Stück. Jupp. Dann hast du eine Magieresistenz von 5 plus 5 sind 10. Okay. Komm. Den haut auch Reich Schaman recht nicht mal großzügig raus, sonst wäre seine MR sehr viel höher. Dann Sturmangriff. Und zwar auf 1, 2, 3, 4. Ach komm, auf den Zwerg. Alle auf Torgosch. 4 Sturmangriffe auf Torgosch. Ach du Kacke. Haben die überhaupt viermal Platz um mich herum? Die machen, das ist das da Tolle, erster kommt mit dem Sturmangriff und geht dann mit einer freien Aktion Position einen Schritt zur Seite und noch einen Schritt. Beziehungsweise es ist eine freie Aktion und keine Aktion Position. Und dann kommt der nächste, das ist dann der zweite, der geht dann auch einen Schritt zur Seite und noch einen Schritt. Also einer nach links, einer nach rechts. Und so können sie dich dann eben alle Sturmangriffe. Kriegen dann die Eins, erstzeitig zwei, drei. Passierschläge? Ja, die kriegen alle Passierschläge. Und der Nur eine und trifft dann. sowieso nicht, da kannst du dann so oder so einen Passierschlag machen. Für jeden Passierschlag muss er eine freie Aktion aufgeben, weil das kostet eine Darf freie Aktion. direkt den Und es ist ersten eine Attacke Reiten. erschwert um 8, weil die wahrscheinlich Aufmerksamkeit haben. Und er darf keine Manöver ansagen. Genau, das Darf heißt. direkt die ersten beiden. Das heißt, du kriegst jetzt. Du hattest noch deine beiden Paraden offen. Ja, also, die erste ist pariert. Ja, die zweite ist auch pariert. Gut, dann kriegst du noch einen Sturmangriff von 8 rein. Dann kriegst du 15 TP. Oh, was ich würfel selber. In den Bauch. Am Bauch. Okay, da kriege ich 10 Schaden. Das ist eine Wunde. Das ist genau meine Wunschwelle. Also nicht überschritten. Nicht überschritten, Schaden. Gar nicht. Und du kannst noch Passierschläge machen gegen die Orks, die nicht getroffen haben. Also Beziehungsweise 3. die 19 und dann Zwei. die beiden 12er gehen sowieso auseinander dann. Um 3 Passierschläge machen zu dürfen, bräuchst du eine Initiative von 21 oder höher. Richtig, das heißt, Ja, du kannst gut, noch die habe zwei ich machen. nicht. Habe ich nicht Nicht geschafft. getroffen. Nächster. Habe ich geschafft. Dann kannst du da nochmal Schaden machen. 10, gut.
Dann kommen 1, 2, 3, den Tor durch Scheißschaman nehme ich wieder raus. 4 Sturmangriffe. 2 Sturmangriffe auf Ragnar und 2 auf Tusche. Finde ich nicht gut. 1, 2, 3, 4. Sind die ersten beiden für mich? Die ersten beiden sind für dich. Dann schaffe ich es, keinen zu parieren. Hattest du genau eine Aktion Position, hast du gesagt, und eine Parade? Ah, warte, ich habe Aufmesser. Ah, ja, stimmt, ich habe nur eine Aktion. Ja, kannst du ja nicht frei umwandeln. So, dann sind das einmal 13 und einmal 15. Ja. Das, wo treffen die? Das ist auch relevant. Ich habe ja mein tolles neues Kettenhemd an, das jetzt allerdings nicht mehr wahrscheinlich sonderlich schön aussieht. Einmal in den Bauch. Einmal 13 und einmal 15, hast du gesagt? Einmal 13 und einmal 15. 9, das ist eine Wunde. Und 15 in Bildarm. Da habe ich 3, das ist 12, das sind sogar 2 Wunden. Sehr gut. Den Torso nochmal ein W6. Torso ist nochmal ein W6. Soll ich den würfeln? Ja, bitte. Sehr schön, ich habe noch genau 6 Lebenspunkte. Zweite Kampfrunde. Torgosch. Ja, Defensive hilft ja nicht. Angriff. Versuch mal einen gezielten Stich. Zweimal, oder? Nein, einmal. Einmal, okay. Ich weiß, wie viel Rüstung die tragen. Die Orks ziehen vor. Ja. Die wandeln auch um, greifen zweimal an, weil sie Orks sind. 1, 2. 7 und 4, beide treffen. Ah, ich hätte auch noch irgendwie sowas einen Wuchtschlag ansagen müssen, mache ich gleich dann. Ah, einmal pariere ich. Der andere trifft natürlich. Der andere trifft. Ah, ich musste wie gesagt dran denken, dass ich. Sind 10 TP. Ja, was? 10 TP in deinen. Die 12 ist von mir, in den Schwertarm. Ja. Bricht Ragnar gerade zusammen für 7 Kampfrunden? Ja. Okay, dann kann. Ich ziehe gerade mal die Orks von Ömer. Ömer kann das auf alle Höhe noch sehen. Die Orks ziehen vor und stechen auf Ragnar ein. Das kann Ömer zumindest erkennen. Dann habe ich die Orks da drüben auch schon gemacht. Muss ich da noch den Stierreiter machen? Hauptsache, sie looten ihn nicht, dann wertvolle Sachen. So, Parade. Ja, dann kannst du jetzt deinen Angriff würfeln, Torgosch. Ja, was habe ich für eine Rüstung? Achso, du wolltest einen gezielten Stich machen, ne? Rüstung Schutz 4. Ja, dann würfel mal. Das ist neben dem Trefferzonenwürfel, der Nahkampfpatzer. Stolpern, verlierst 2W6. Oder 1W6. Ich weiß es gar nicht, wie viel Initiative du verlierst. Ich glaube, es waren einfach nur 2 Inni. 2 Inni. Ich glaube auch. 2W6 Initiative verlust. Nee, nur 2. Nee, 2 Inni. Nur 2, okay. Gut. Und ein W6. Wenn du stürzt, musst du 2W6 würfeln. Das ist ja gar nicht so viel. Ja, die beiden Orks, ich muss gerade mal gucken, wandeln um, greifen nochmal an, haben eine Schwelle von 4 und stecken da beide mal einen Wuchtschlag 4 rein. Einer ist gelungen, dann kriegst du 6 plus 5 sind 11 plus 4 sind 15 in den Torso. Ja. Das war die zweite Kampfrunde Ömers dran. Ja, Ömer, der hier vorne irgendwo auf dem Dach steht, wird sich nach hier vorne bewegen und hier irgendwo auf dem Dach sozusagen, also hier rüber springen über diesen kleinen Abgrund, der hier dazwischen ist, den man gar nicht sehen kann auf der Karte, aber der wahrscheinlich da ist. Ja. Und dann sozusagen hier sich irgendwie positionieren, um sozusagen möglichst sozusagen hier rüber schießen zu können und diese Häuser noch als Lichtdeckung zu haben, vor was auch immer hier alles so kommt. Ja, einfach sozusagen eine neue Position einzunehmen. Ja, du kannst erkennen, würfel mal eine Sinnschärfeprobe, die ist frei. Gestatte ich dir einfach mal. Der Tordoschei-Schamane legt auf dich an mit seiner Knochenkeule und murmelt einen Zauber, spricht einen Zauber. Ja, wenn ich sehe, dass irgendwie sowas Komisches passiert, dann
werde ich mich hier vorne auf das Dach hinlegen, außer der Sicht. Und dann gleich meinen Bogen erst ziehen, nächste Runde. Okay, nächste Kampfrunde, nee, beziehungsweise Jalan ist doch. Ja, dann ist doch dran. Richtig, ich möchte erstmal mit einer Aktion meinen Streitkolben ziehen. Und dann der Stierkrieger liegt am Boden, ja? Der Stierkrieger liegt am Boden, der oder Stier steht der ist auf? In Bisrabul und ja, rammt okay, weiter. Wenn, ja, gut, wenn der Stier noch da hängt, machen wir das ganz unzeremoniell und hauen ihn erstmal die Schädeldecke rein. Dem Stier. Dem Stier. Vom nicht Pferd herunter, ja. Gut, jetzt hätte ich gern. Bisrabul sofort richten. Hätte ich gern nach der Wuchtschlag. Das ist der Crit. Das sieht gut aus. Dann verdoppelt. Wollen wir überhaupt noch würfeln? 21 mal 2. Dann beschreib mal die Szene. Jalan reißt den Streitkolben fast schon von dem Gehänger, an dem er am Sattel hängt, hinter sich. Beugt sich dann einmal weit nach vorne, hält sich am Stechsattel fest. Und schlägt 1, 2, 3 mal so lange, bis der Stier endlich nachgibt auf seine Schädeldecke ein. Bis er dann hinabsinkt und bis Frambul freigibt, der erstmal laut wiehernd aufsteigt und der dann fast aus dem Sattel wirft. Der Stierkrieger, der Ork, fällt auf den Boden. Der Stier löst sich gerade in Luft auf und der, der Ork ist sowieso bewusstlos. Der Fall sind im Übrigen 2 bis 6 plus 4 Schaden, die nicht gegen Rüstung gehen. Ja, ist okay. Dann plus löst sich, auch, dann löst sich jetzt auch der Stierkrieger auf. Okay. Abel mir! Ich würde wieder mit der linken Faust auf den nächsten Ork deuten. Fulminictus Donnerkeil! Gelungen. Ja, das dauert wie viele Aktionen? 2 Aktionen. 2 Aktionen, gut. Schadenspunkte sind... 2W plus 12. Genau, ZFB-Stern. Man kommt dann 12 übrig, oder? Nee, Shop. ZFW oder ZFB-Stern? ZFP, also 5. 5, genau, nicht 12. Genau. 5. Macht keine Wunde, explizit nicht. Das sind 15. Auf den nächsten. Auf den nächsten, ja, genau. Gut. Muss ich gerade mal schauen. Würfel mal eine Sinnenschärfe. Sekunde. Leiter. Wo ist die Sinnenschärfe gerade wieder? Körper, oder? Ja. Ja. Ja, du merkst, wie der Ork transparent wird. Der Fulminictus trifft ihn, er flackert einmal auf und dann schlägt er mit seiner Keule auf dich ein. Und trifft. Du kannst nicht parieren. Du hattest, okay, glaube ich, 2 Aktionen. Ja, kannst genau. Kannst du keine Parade würfeln. Und du bekommst 8 Trefferpunkte. Auf. In dein rechtes Bein. Hab ich nur LE und bin dann wahrscheinlich ohnmächtig. Ja. Bam, 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 bam. So, dann sind alle durch. Nächste Kampfrunde. Torgosch ist dran. Die Orks ziehen vor. Der Tordochai-Schamane murmelt einen Zauber. Ach nee, der kann immer nicht sehen. Dann greift er Wunderhammer an mit seinem Zauber. Nein, nicht Wunderhammer. Magst du ihn jetzt schon? Ja. Wunderhammer ist gar nicht mitgekommen, hast du gesagt. Tusche ist noch mitgekommen. Tusche, genau. Wunderhammer ist ein Feigling. Tusche, dein Griff. Dann muss ich das aber auch gerade nicht auswürfeln. Torgosch ist noch am Leben. Ja, aber die Orks ziehen ja vor. Richtig, also. Die Orks ziehen vor. 2 Angriffe. 1, also fast 2. Wieder. Beide treffen. Ich habe wieder keinen Wuchtschlag eingesagt, scheiße. Ja, einen kann ich parieren. Das ist gelungen, dann kriegst du trotzdem einen W6. Sind 6 plus 5 sind 11. Ja. In den Kopf, doppelt. Wie hoch ist deine Rüstung? Am Kopf sind es 4. Warte mal, die machen jetzt 22 Damage auf meinen Schädel, richtig? Nee, erstmal 11. 6 mal 6 plus 5 sind 11. Minus dein Rüstungsschutz sind 4. Dann sind wir bei 7 mal 2 sind 14. Okay. Ja, da bin ich ausgenockt. Schade. Nicht tot? Doch. Ich habe minus 6 LE. Also okay, noch nicht ganz 6. tot, aber... Gut. Dann ist Torgosch egal. Ragnar ist tot. Ömer ist dran. Der Ömer, der da oben noch liegt, gibt dir jetzt einen Acceleratus innerhalb von 2 Aktionen. Der will ja. Gut, Axel. Dann steigt deine Ini.
Jalan ist dran. Axel klappt nicht. Ich wende mein Pferd nach links. Ich weiß ja, dass meine Kameraden da irgendwo sind und galoppiere die Gasse hinunter. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Das musst du mir sagen. Ich kann das leider nicht messen. Ja, also die Token sind nicht so klein, wie ich das gerne hätte. Das könnten wir nochmal machen, aber das wären eine Strecke von 70 Metern. Die hast du jetzt nicht so gemacht, aber du kannst in einer Aktion kannst du wieder zurückreiten. Das, ich möchte hier durchkriegen. Auch das wäre möglich. Dann kannst du beim Tor noch Reichsschaman auftauchen. Das habe ich vor, aber nächste Runde erst. Genau, denn ich das ist die Reitenprobe, Abelmir ist tot, die Orks haben gemacht. Nächste Kampfrunde, Torgosch. Ah ne, Torgosch kann noch angreifen, Entschuldigung. Ne, Torgosch ist tot. Torgosch ist tot, Ragnar ist tot, Ömer ist dran. Ömer, kein Axel. Ja, Axel hat nicht geklappt. Ömer orientiert sich erst einmal, guckt sich ein wenig um, steigert seine Initiative, um überhaupt den Überblick zu bekommen. Ja. Kriegt also plus 5 Initiative, geht auf 23. Ja. Erste Aktion, zweite. Ja, was bekomme ich denn aus meiner Orientierung raus? Beschreib mal die Szene, weil ich weiß ja nicht mehr, was da unten passiert ist, seitdem ich mich da kurz hingelegt habe. Das ist wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen aufbäumen, kurz mal übergucken, eben wie man so zwar noch im Liegen aktuell. Gib mir mal eine Sinnschärfeprobe. Ragnar liegt mit zertrümmertem Schädel am Boden, blutet aus, Tusche ist tot, Finn ist tot, die Stadtwachen versuchen gerade dem Chaos Herr zu werden, zwei laufen auch noch auf die Orks. Du siehst wohl, wie noch andere Orks von überall ankommen. Die ganze Stadt ist in Chaos getaucht. Und Jalan hat gerade einen der... Also das Umlanzen hat er, glaube ich, noch gesehen. Wo immer Jalan gerade herkommt, aber an der Stelle, wo er eben kurz verschwunden ist, ist nichts. Jetzt reitet er gerade über den Brücken am Effa-Tempel vorbei auf den Tordoch-Reichaman zu. Ja. Dann wird Ömer jetzt erstmal mit einer Aktion langsam in die Hocke gehen, sozusagen, um langsam aufzustehen. Also sprich, dass er zwei Aktionen braucht und keine hektische Bewegung macht und nachher vom Dach fällt. Okay, verstecken. Jana, dann bist du dran. Gut, ich komme da runtergeritten und ich mit geschwungenem Streitkolben rate ich direkt auf den Schamanen zu. Gut. Ich erkenne vermutlich nicht mal, dass es ein Schamane ist, aber hey, Ork ist Ork. Ja, das ist erstmal eine so ein Stierschädel, irgendwas mit blutiger Todesgott. Kennt sich mit den Orks nicht aus. Gibt's in Tobrien nicht. Ein unbewaffneter Gegner, beziehungsweise unberittener, Entschuldigung. Warte kurz. Fährst du jetzt mal Pferd? Nein. Kann ich das shippen? Hast du einen Chip? Du hast ihn verbrannt. Wenn der immer noch weg ist, dann kann ich ja nicht shippen. In diesem Fall gelingt mir einfach nur das Anreiten nicht. Natürlich ist der weg. Kriegst du ihn noch nicht wieder? Irgendwann schon. Ja, nach 10 Runden. Wie gesagt, mir gelingt das Anreiten nicht. Das heißt? Also hat man nichts. Gut, dann stehst du jetzt neben dem Ork, oder wie? Hier im Prinzip rate ich wohl an dem vorbei. Er dürfte einen Passierschlag machen, wenn er so genagt wäre. Dann macht er jetzt einen Passierschlag mit seiner Knochenkeule. Gut, denk dran, ich habe Kampfgespür, Kampfreflex, meine ich, ist aber geschwert um 8 ja, plus 3 für 3. Also ich schwinge einmal den Streitkolben nach ihm, treffe ihn aber vermutlich nicht und entsprechend rausche ich dann erstmal in die nächste Gasse, bevor ich wenden kann. Genau. Vodoreischamane dreht sich um und möchte jetzt auch auf dich zaubern. Mhm. Macht allerdings erst nächste Kampfrunde. Ömer hatte sich orientiert, nächste Kampfrunde. Jalan, du bist wieder dran. Gut, kann ich mich innerhalb von einer Runde umdrehen und bei ihm sein? Wenn du jetzt eine Reitenprobe plus 10 machst, dann würde ich dir das gestatten. In so einer Stadt. Das wird... Was, ich? Das ist in der Tat geschafft. Der Schamane zieht vor, ich würfel mal die Ritualprobe. Ritual sogar, oh je. Du bemerkst, wie wohl an Bisfrabul hat einige Probleme beim Umdrehen und du willst gerade losreiten, da bemerkst du, dass Bisfrabul an den Boden festgewachsen ist und einige Dornen aus dem Boden ausgebrochen sind und ihn fesseln. Ich springe ab. Ja. Ich kann mir dafür einfach die Reitenprobe von vorher nehmen. Die war so gut. Ja, passt. Und dann sprinte ich jetzt, wenn ich noch Aktionen habe, ansonsten nächste Runde auf den Schamanen zu. Dann nächste Runde, Ömer ist dran. Ja, Ömer wird ein gekniet, wie er da gerade ist, einen Pfeil aus dem Hüftköcher ziehen, ihn auf den Bogen auflegen, zwei Aktionen damit verbraucht, Kampfrunde vorbei für Ömer. Gut. Du siehst, wie wohl jetzt zwei der verzweifelten Stadtwachen auch nach den anderen Orks schlagen, auch einige blutige Treffer einstecken, aber du siehst auch wohl, wie die Orks anfangen zu flackern, wenn sie getroffen werden. Nächste Kampfrunde. Ja, dann ist dran.
Wie weit ist er weg? Du kannst jetzt auf ihn zurennen. Schau mal nach. 20 Meter. 20 Meter. Das, da ich nicht voll gerüstet bin, schaffe ich das in der Tat mit einem Sturmangriff. Machen wir also. Hätte ich gerne... Komm, sagen wir nicht so eine Dreierwuchtansage. Dreierwuchtansage, ja. Der kommt durch. Ja. Und 3 plus. Er macht Gegenhalten. Er macht Gegenhalten. Schafft er. Gestattet. Ach, die 18 kam nicht durch, ich würfel nochmal. 3, dann schafft das. Dann schafft es in der Tat. Warte kurz. Nigga, es ist 7, das sind 4 plus 6. Plus 3 sind plus 9. Seine Ini ist 1 höher. Ja, er hat das Gegenhalten gewonnen, denke ich. Außer sein Basiswert ist. Wie viel Attacke, auf welchen Wert greift der Mann an? Ohne Gegenhalten ist plus 4, ne? Ja. Er hat einen normalen Basiswert von 15. Dann hat er nicht gewonnen, glaube ich. Weil ich habe einen Angriffswert von 23. 23, dann solltest du es schaffen. Gut, dann kommt wieder Schaden. Dann kriegst du 3 TP von ihm, also das ist schon halbiert. Die kommen nirgendwo durch. Ich habe immer noch einen Kettenhänder dran. Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben. Okay. Geschraubt die Szene. Ich rausche. Und dann sprintet auf ihn, also springt von seinem Pferd, sprintet auf ihn zu, hält mit beiden Händen, er hat ja kein Schild dabei, den Streitkolben über die Köpfe, also über seinen Kopf, und lässt ihn dann auf den Schamalen niedersausen, gerade als er sich mit seinen Hörnern in ihn werfen will. Beim Rammen dann ineinander und fallen vermutlich purzelnd zu Boden. Während löst er sich auf oder bleibt er liegen? Er löst sich auf. Wenn er sich auflöst, am Ende landet ja dann also rutschend im Schnee. Immer's dran. Ja, immer schaut, dass er da einen der Orks aufs Korn nimmt. Hatte vorher den Schamanen anvisiert, dreht sich jetzt also mit einer Aktion sozusagen komplett rum und zielt auf einen der Orks, der da unten gerade mit einem der stadtwachen Menschen kämpft. Ja, und dann ist seine Runde vorbei. Einmal gezielt, ein Punkt Erleichterung schon angesammelt. Nächste Kampfrunde. Jalan. Mhm. Ich sehe die 4 Orks. Ja. Und ich sehe, wie die Lage aussieht. Ja. Hinter dir kommen noch weitere. Ich ziehe mich zu meinem Pferd zurück. Ja, ist immer noch angewurzelt, kannst wieder zurückrennen. Immer. Ja, habe ich diese Orks ja auch anrennen sehen? Ja, die kommen so langsam hier die Straße hochgerannt. Dann wird immer den Pfeil vom Bogen nehmen, wird ihn in den Köcher zurückstecken, den Bogen umhängen und will dann jetzt ganz gerne hier hin und dann gleich hier raus zu sprinten. Abenteuer vorbei. Ja, genau, kannst dich den anderen Flüchtlingen anschließen, die dann sich da gerade durch das Romulisator hindurchstürzen. Ja. Jalan kann zurück zu seinem Pferd gehen, rennen, sprinten und steigt auf. Nächste Kampfrunde. Ist der immer noch angewachsen? Ja. Dann möchte ich vielleicht nicht aufgestiegen sein, sondern erstmal schauen, ob ich ihn losschneiden kann. Ja, du nimmst dein... Was ist das? Streitkolben? Den werde ich dafür nicht nehmen, sondern mein Messer ziehen. Gut. Messer ziehen, schneidest du durch die Wurzeln, sie lösen sich unter deiner Klinge auf. Komm schon, Junge. Wir kommen hier gleich raus. Ruhig bleiben. Nächste Kampfrunde. Wieder dran? Ja. Gut, dann sattel ich auf, nehme mein Schild noch herbei, das dauert vom Sattel eine Aktion, hey. Und das war dann erstmal das. Ja, während du dich vielleicht noch ein bisschen umdrehst, vielleicht ein bisschen, natürlich auch auf deine Umgebung achten, kannst du wohl erkennen, wie die Orks an der Gasse vorbeirennen und im Laufen unsichtbar werden. Oh, ich wollte ihn gerade zurufen. Kannst du gerne machen. Ja, wenn sie jetzt unsichtbar werden, dann ist es ja egal, bleibt es mir vermutlich im Halse stecken, ich wollte sie zu mir locken. Ich galoppiere dann trotzdem in die Gasse und blicke mich erstmal verwundert um. Ja, wenn du in der Gasse... würfel mal eine Gassenwissenprobe. Da ist gerade Chaos und... es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass du dich nicht verirrst, sondern einfach um die Orientierung in so einer Straße zu wahren. Dürfte ich dafür auch orientieren würfeln? Darfst auch orientieren würfeln. Ich bin sehr gnädig. Das ist gerade so geschafft. Du siehst, wie Ragnar am Boden liegt, zusammen mit ein paar anderen, auch ein paar Stadtwachen, die da liegen. Die Waffen neben sich. Viele Leute flüchten durch das Tor, aber von Orks keine Spur. Galoppiere ich dahin und schnauze erstmal, wenn irgendeine Wache noch da ist oder gerade im Rückzug begriffen ist, die an. Hey, ihr da, herbei! Was?
Was ist zu los? Mir! Wo sind die Orks hin? Keine Ahnung, bildet hier einen Ring. Du da, lauf und such einen Heiler, und zwar zügig. Hexenwerk, Dämonenkaiser. Wir brauchen einen Heiler. Herr Lotter kriegt uns heute nicht klein, zusammenbleiben. Verrammelt die Tore. Ich lasse dann das Pferd erst einmal um die liegenden kreisen, vergewissere mich, dass keine Orks sind, und steige dann ab. Schaue, dass ich mich neben irgendjemanden knie und den Heilern dabei aber nicht im Weg bin. Möchtest du selber heilende Maßnahmen ansagen? Nein. Ich habe ein bisschen Wundpulver. Ja, komm, warum nicht? Streuen wir das irgendwie mal über Rangan drüber. Einfach den Beutel auf, über den Kopf. Wupp, wird schon. Ansonsten bleibe ich da nur sitzen und leiste den geistigen Beistand. Ja. Komm schon, Ragnar, gleich kommt der Heiler. Immer, hast dich dann auch irgendwo nach einer Minute durch das Stadttor gedrängt, zusammen mit den anderen Flüchtenden, und möchtest du weiterlaufen? Wenn immer, dann hört so von wegen so, schließ die Stadttore, dann wird er sich zumindest mal irgendwie so ein bisschen an den Rand stellen, vielleicht so einen Schritt hochklettern, ja. 2-3 Schritte, um mal über die Menschenmengen nochmal drüber hinwegzuschauen, Richtung Stadttor, wie es da aussieht, ob die das mit den Orks anscheinend in den Griff bekommen haben. Also die Straße ist ja auch komplett versperrt, also die Flüchtenden sind dann auch irgendwann stehen geblieben, komplett asozial, um dann den anderen auch den Weg weiter zu versperren, drehen sich interessiert und gaffend nach hinten, um zu gucken, vielleicht Blut zu sehen. Hier gibt es keine Orks hier draußen. Wenn du hier hochkletterst, das kannst dich dann irgendwo so hochklettern, dass du an der Stadtmauer vorbeigucken kannst, an den Türmen hier am Mobilisator. Nee, so hoch nicht. Er wollte noch ganz gerne so, dass er über die Menschen gucken kann. Also das ist dann so ein Schritt, anderthalb Schritt hoch. Ja. Wenn er das kann, dann will er wieder zum Stadttor erstmal zurück, um zu gucken, ob er wo helfen kann. Die wollen ja anscheinend gerade das Stadttor schließen und schaut mal vorsichtig so ein bisschen rein und ist jetzt am Überlegen, ob er anspricht. Braucht ihr noch jemanden, der sich um die Verwundeten sorgen kann? Komm rein, Junge, letzte Chance, sonst ist es vorbei. Ja, geht rein. Ja, ich habe ein paar Verbände. Ja, Gitter knallt hinter dir auf den Boden und wird zugelassen.